Schießt du noch einen Moment? Da kommt er her. Ich darf den nächsten Jahrgast sichern. Gerade eben frisch erschienen. Also Überfallskommandant. Einen weiteren Bundestagsabgeordneten aus Bayern, der die Fahne für uns hochhält. Darf ich dazu was anmerken? Natürlich sind Sie willkommen zu uns, wenn es richtig ist. Also Land nach Artikel 16a sind herzlich willkommen. Und auch die Zuwanderer, der hier arbeitet, ist natürlich willkommen. Vielen Dank. Ja, kann auch gar nicht anfangen. Habt ihr irgendwie die deutsche Sprache verlernt, weil ihr so viel Anglizismen benutzen müsst? Partei fürs Kapital. Dann lest doch mal unser Programm. Das ist ein bisschen lang, ich weiß, es ist ein bisschen hochtrabend geschrieben, aber es ist ziemlich geil. Dann wüsstet ihr, dass wir auch wahnsinnig die soziale Sachen haben bei uns. Nämlich das, was Ludwig Erhard hier in Deutschland aufgebaut hat, nämlich die soziale Marktwirtschaft und nicht euren Dreckssozialismus. Den wollen wir nicht, meine Freunde. Ich hat sich bei uns jetzt hier eingefunden und möchte auch zu euch ein bisschen was sagen und zu uns. Ich begrüße unseren Bundestagsabgeordneten Wolfgang Wiele. Servus und was wird? Das Megafon ist deins. Meine Damen und Herren, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, und auch an alle die, die es noch lernen sollten. Erstmal herzlich willkommen zum 1. Mai und zu einer pro-christlichen 1. Mai-Kundgebung. Ich danke dem Kreisverband München Nord der AfD für die Organisation dieser Veranstaltung. Ich freue mich über die Einladung und werde gerne ein paar Worte zum Thema Schutz des Christentums in diesem Land sagen. Wir stehen hier an einem Ort, wo hinter uns, hinter dieser mächtigen Tür, am Osterwochenende, so wie in den Medien zu vernehmen war, ein Gottesdienst durch einen Verwirrten gestört wurde. Wir wissen alle, dass etwas anderes passiert ist. Und dass es offensichtlich hier um einen islamistischen Angriff auf einen Gottesdienst ging. Es ist die Aufgabe der Politik in Deutschland und in Europa, im christlichen Abendland, die christlichen Wurzeln dieses Kontinents zu schützen und natürlich auch die Träger der christlichen Wurzeln dieses Kontinents zu schützen, nämlich die christlichen Kirchen und ihre Gläubigen. Und das Schützen fängt an mit Aufmerksamkeit, mit dem Wahrnehmen dessen, was passiert. Wir erleben in unserer Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit dieses Landes das Gegenteil. Es wird heruntergespielt, was hier geschehen ist. Es hat Tage gedauert, bis durchgesickert ist, was hier wirklich geschehen ist. Und der Schutz fängt an mit dem Wahrnehmen dessen, was geschieht. Und mit dem Aussprechen dessen, was man wahrnimmt. Und mit dem Aufhören beim Schweigen. Und viele, die schweigen vielleicht deshalb, weil sie sich eingeschüchtert fühlen von politischen Schreihälsen. Sei es in den Medien, sei es auf der Straße. Aber wer wirklich politischen Mut hat, den Mut zur Wahrheit, der spricht die Wahrheit auch dann aus, wenn gegenüber die Schreihälse
machen. An den Angriffen, die hier passieren, weil sie das Schweigen befördern und geradezu einfordern. Meine Damen und Herren, wer sich für die Menschlichkeit einsetzen will, der muss sich dafür einsetzen, dass über Unmenschliches geredet wird, wie auch über solche Angriffe wie der, der hier hinter uns in dieser Kirche stattgefunden hat. Wenn ein kleines bisschen politischer Dialog auch über die erkennbare Frontlinie hinweg möglich wird, dann will es mich, soll es mich freuen, wenn ein kleines bisschen Nachdenken darüber einsetzt, über die politischen Folgen, die das orchestrierte Geschrei hat, bei uns nicht. Wir haben den Mut und stellen uns hin und sagen, was los ist. Aber der Mainstream, der knickt ein vor dem linken Druck. Und dass das so ist und dass die Missstände in diesem Land immer schlimmer werden, das ist die Verantwortung der politischen Linken. Und es ist die Verantwortung der AfD, dass wir uns an dieser Stelle dagegen stellen. Dass wir mit klaren Worten sagen, was los ist in unserem Land, auch gegenüber denen, die das nicht hören wollen. Auch gegenüber denen, deren politische Analyse immer nur so weit reicht zu sagen, ja, wir sind links, der andere ist ein anderer, dann muss der Nazi sein. Solange die politische Analyse so kurz greift, wird es euch da drüben niemals gelingen, auch nur einen treffenden Satz zu uns zurückzuschreien. Es sind ja immer nur die gleichen Parolen, die ihr schreit, weil ihr euch mit unserem Programm ja gar nicht befasst. Lest doch mal unser Programm. Und dann setzen wir uns mal zusammen zum Diskutieren. Aber auf die Art, immer nur rüberschreit und Nazi, das ist seit 1968 eingestaubt. Überlegt euch doch mal was Neues. Viele Probleme, die unser Land hat, hängen genau damit zusammen, dass immer die Nazi-Keule ausgepackt wird. Meine Damen und Herren, es wird in diesem Land vieles besser werden, wenn das ein Ende findet. Und auch dafür stehen wir von der Alternative für Deutschland. Denn Alternative heißt Rückkehr zu einem echten politischen Dialog. Ende mit dem Geschrei in gestanzten politischen Schablonen. Ich rufe alle bei euch drüben auf, ein wenig nachzudenken und diesen Dialog auch zu suchen. Wir von der AfD werden auch weiterhin sagen, was los ist. Und wenn es einen Angriff auf eine Kirche gibt, werden wir ihn auch weiterhin einen Angriff auf eine Kirche nennen. Wir stehen für den christlichen Kirchen und der christlichen Tradition in Deutschland. Und ich rufe an dieser Stelle alle nachdenklichen Menschen auf, zu überlegen, was in diesem Land los ist und unsere Seite zu unterstützen und uns zu folgen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Wolfgang, dass du ein paar Worte gesprochen hast. Ich nutze jetzt einfach mal die Möglichkeit, die Wolfgang Wille gemacht hat, und lese euch mal was vor, dann sagt ihr, ob ihr dafür seid oder dagegen. Im Gegensatz zu in der Charta der Grundrechte postulierten Achtung der Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker Europas und der nationalen Identität der Mitgliedstaaten, Zitat Ende, betreibt die EU eine Immigrationspolitik, die die europäische Zivilisation in Gefahr bringt. In Afrika werden bis 2050 etwa 800 Millionen Menschen mehr leben als heute. Hunderte Millionen nach Europa Auswanderungswilliger werden erwartet. Eine Öffnung Europas für Zuwanderung aus anderen Kontinenten würde in kürzester Zeit zur Marginalisierung der einheimischen Bevölkerungen führen. Von dieser Entwicklung wird Deutschland als Europas stärkster Wirtschafts- und Sozialstaat besonders betroffen sein. Was ist daran falsch?
Jawohl! Danke, nichts ist falsch. Ja. Machen wir weiter? Bürokratie und Lobbywahnsinn der EU stoppen. Darf ich euren Studienabschluss wissen? Was habt ihr studiert? Was habt ihr studiert? Was ist euer höchster Bildungsabschluss? Vergleichen wir doch mal, meine lieben Freunde. Baumschule? Richtig, ja. Baumschule geschafft? Schule geschafft. Wart ihr in der Grundschule und habt die vierte Klasse erfolgreich abgeschlossen? Nein! Riesen-Fehlanzeige, musst du sagen. Wie gut wollt ihr denn lesen? Könnt ihr lesen? Könnt ihr schreiben? Oder könnt ihr nur euren Namen hüpfen? Hüpft! Hüpft! Wer nicht hüpft, der ist ein Doofi. Hey! Hey! Also, bitte, ich möchte jetzt, dass zwei Leute vortreten und ihren Bildungsabschluss mir mitteilen. Abschluss!